Boah, das sieht so nice aus, einfach. Das Ding ist natürlich schon ein Riesengeschoss, ne? So. Wo wollen wir denn hin? Das ist unser Planet. Ich würde jetzt ganz gerne mal gucken. Hier konnte man ja die Umlaufbahn. Kann man damit jetzt viel, viel weiter. Da ist Tundra und da ist Karg. Das war der Mond. Der Mond, ja. Der Mond, da waren wir schon mal. Ach, guck mal, jetzt können... Hä? Haben wir andere Planeten als letztes Mal oder haben die ihre Umlaufbahn verändert? Exotik? Tundra. Tundra oder Exotik? Ich glaube, wir fliegen mal zu Exotik. Das hört sich gut an. Aber irgendwie haben die ja ihre Umlaufbahn geändert zum letzten Mal dann, ne? Sind wir schon da? Ah, das ist er, ne? Mal gucken. Alter, wie die Sonne hier reinschlägt. Hier gibt es auch weniger Landeplätze tatsächlich. Jetzt frage ich mich gerade, lande ich jetzt irgendwo hier? Oder an einem... Ja, hier ist wahrscheinlich sehr felsig. Aber wir könnten auch hier an der Seite landen irgendwie. So. Weil da sieht mir das mit dem Lila doch so ein bisschen exotischer aus als dieses... Wow! Da druckelt hier wieder hart. Also da müssen sie noch echt fixen, was das Ruckeln beim Land... Alter. Ernsthaft? Wir landen direkt an der Klippe? Wollen wir hier bleiben? Alter, guckt euch mal die ganzen Forschungen hier an. Das ist ja ein Traum. Das ist ja ein Traum. Sieht aus wie eine Unterwasserwelt hier irgendwie, ne? Nein! Oh, ich dussel. Oh nein, jetzt habe ich da... Oh, ich wollte aussteigen. Jetzt habe ich da nochmal wieder raufgedrückt. Oh, ich bin auch ein Dussel, ey. Finden wir wahrscheinlich nie wieder. Okay, wir warten mal. Da hinten war das, ne? Okay, da müsste ja hier auf der linken Seite gleich wieder rauskommen. Das war auch, glaube ich, der einzige auf der linken Seite. Oder waren so viele Forschungen. Eigentlich ist das der perfekte Startplatz gewesen. Um tatsächlich, ja... Aber ein bisschen doof an der Klippe gewesen, fand ich. Aber wir probieren es gleich nochmal. Guck mal, das war da, wo ich sagte... Oder? Sind wir schon einmal rum? Ja, ne? Ich glaube, ja. Das war der hier, ne? Ich fliege da nochmal hin. Wir brauchen jetzt zwar unendlich Treibstoff hier, aber ich glaube, da sollten wir auch eine lange Menge mit hinkommen. Guckt euch das mal an. Der Tank ist immer noch 1/18 voll, mindestens. Ne, jetzt sind wir in einer anderen Position. Jetzt sind wir an einer anderen Position. Hier gibt es nicht die ganzen Forschungen, ne? Ach, schade, ey. Jetzt haben wir so viel... Da waren so viele von diesen roten und was wir... Von diesen neuen. Hier gibt es nur diese komischen grünen Glubbel, die mich in die Luft sprengen wollen. Okay, nochmal Abmarsch nach oben. Wir probieren es nochmal erneut. Vielleicht dreht sich der Planet auch immer dann gerade, wenn wir aufsteigen. Oh, was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Warte mal. Da war die Umlaufbahn. Nichts falsch machen hier. Das sind wir, oder? Hä? Wir kreisen um den Planeten, aber was ist das da unten? Kommen da auch nicht hin, ne? Ich würde da gerne mal hin. Ist das ein anderer Spieler oder was soll das sein? Wir spielen doch alleine. Ich kann da auch nichts anklicken gerade. Ich kann nur rein und raus scrollen. Okay, nochmal wieder Exotik. Oder können wir von hier aus irgendwie da hin? Nee, ne? Das geht nicht. Es ist irgendwie eine Raumstation in der Luft, aber die scheinen wir nicht, andocken zu dürfen. So, ich glaube, wir werden diesen Platz tatsächlich nie wiederfinden, ne? Wenn das das Braune ist. Entweder ist es der oder der. Und vorhin waren hier nicht so viele Wolken. Ich glaube, es war der. Oder wenn das jetzt hier braun wird, kann es auch der sein. Wir probieren es einfach mal. Noch haben wir genug Treibstoff. Ja, guck mal, das ist die Kante gewesen. Weil da, überall Forschung, wo das Auge reicht. Hier, guckt euch das an, alles Forschung.
Pass auf, nicht wieder hoch jetzt. Mit Tab aussteigen, bitte. Und dann nehmen wir als erstes unser Habitat und suchen uns mal ein bisschen freie Fläche. Was haltet ihr von hier? Das sieht doch ganz gut aus. Hier kann man so ein bisschen in die linke Richtung bauen. Oh, jetzt kommt hier schon der erste Sturm, oder was? Ja, tatsächlich, der erste Sturm kommt schon. Schnell mal platzieren und wir können uns sogar hier reinsetzen. Sauber. So, dann haben wir nämlich hinter uns den Landeplatz. Und können hier dann jetzt... Sieht ja auch cool aus hier, ne? Aber jetzt wird es natürlich wieder duster. Jetzt sehen wir erstmal wieder rein. Gar nichts. Aber können jetzt hier gleich die ersten Stationen aufbauen. Um tatsächlich hier die Forschung nochmal abzugrasen. Und zu gucken, was da drin ist. Und dann will ich auch mal gucken, ob man hier auch Höhlen findet. Die eventuell sogar ein bisschen anders aussehen. Oder ob es hier andere Sachen gibt. Tatsächlich. Da bin ich ein bisschen gespannt. Aber erstmal müssen wir warten, weil ich weiß nicht, ob hier auch Steine durch die Gegend fliegen. Kann auch sein, dass die hier harmlos sind, die Windstürme. Ich meine, ich will es nicht unbedingt auf die Probe stellen, aber... Es scheint... Doch, da kommen doch Steine, okay. Also das scheint gleich zu sein auf dem Planeten. Ja, die lieben, lieben Sandstürme. Oder Steinstürme, wie ich sie hier auch nennen kann. Ah, die dauern auch immer so lange, ne? Ist ja nicht einfach nur mal kurz, sondern... Die dauern halt echt lange. Boah, und so duster immer, ey. Aber ich habe noch nirgendwo Bäume oder so mal gesehen, ne? So, Bäume irgendwie fehlen ja auch in der Natur hier. So, ich glaube, langsam löst sich der Sturm auf. Naja, da schwebt er davon. Dann können wir mal wieder aussteigen. Und dann fangen wir mal an. Wir machen als erstes in die Richtung ein. Mit einmal Harz. Haben wir noch einmal Harz dabei? Ja. So, dann machen wir hier den ersten Platz hin. So, und dann brauchen wir jetzt unbedingt... Müssen wir ein bisschen geschickter hier jetzt einstellen. Gemisch hier, unser Harzlager. Das nehmen wir jetzt einmal mit. So. Und das lassen wir erstmal da und machen von dem aus jetzt gleich noch einen in die Richtung. Und hier machen wir jetzt unser... unser erstes Teil hin. Da ist die Frage, was macht man jetzt als erstes hier? Was macht... jetzt hänge ich hier mittendrin. Ernsthaft? Jetzt komme ich hier nicht wieder raus. Ist das dein Ernst? Nein, ich paddel. Ja, ich komme hier nicht wieder raus. Nö. Oh, ist das doof. Jetzt hänge ich hier echt drin fest, ne? Ich kann nichts machen gerade. Kann ich mich irgendwie so vielleicht frei machen? Nee. Obenrum bitte einmal frei machen, sagt der Arzt. Nein. Ja, ich glaube es... Oh, doch. Ich dachte schon, ich muss erst neu starten. Boah, das hat jetzt aber echt gedauert. Jetzt habe ich ein bisschen Panik gerade. So, also. Schmelzer. Macht das Sinn, den Schmelzer direkt am Anfang? Nee, finde ich jetzt nicht. Handelsplattform ist ja auf jeden Fall sinnig. Aber ein Drucker ist auch sinnig. Weil... Oder ein Treibstoffkondensator. Aber wir brauchen... Nee, dafür brauchen wir erstmal den Drucker, glaube ich, um... Batterie und sowas herzustellen, oder? Obwohl, wir haben eine Batterie mit. Die reicht ja eigentlich. Was müssen wir denn eigentlich hier jetzt herstellen? Alles, so, um so richtig anzufangen. So sinnig anzufangen. Sagen wir mal so, Aluminium. Wollen wir damit anfangen, Handelsplattform? Dann können wir uns ja... Ach nee, bringt uns ja gar nichts. Wir haben ja gar keinen Treibstoff. Okay, auch nicht so schlau.
Mit einer Forschung. Können wir forschen? Nee, wir brauchen den Drucker. Doch, fällt mir gerade auf. Als erstes, weil... Ah, shit, wir haben keinen Kupfer mitgenommen, ne? Haben wir vergessen, ne? Oh, nö. Haben wir echt vergessen. Ich wollte doch Kupfer mitnehmen. Was ist denn Mist? Ah, okay. Machen wir das anders. Wir nehmen die Batterie bitte mitnehmen. Danke. Die Batterie mit. Ah, haben wir das echt vergessen, ey. Das ist jetzt natürlich doof, weil ich hab ja mir gar nicht darüber nachgedacht, was wir tatsächlich hier brauchen. Und den Drucker brauchen wir ja, um auch so eine, oh, wie heißen die noch, Solarplattform zu machen. Sonst ist ja die Energie hier bald wieder alle. Hm. Wie kommen wir denn als erstes an Energie? Wir könnten eine Handelsplattform bauen. Ach nee, können wir nicht, weil wir haben nichts zum Tauschen. Für, was brauchten wir dafür? Kupfer. Wir haben nichts Wertvolles zum Tauschen. Das heißt, wir müssen vielleicht doch mal hier ein bisschen rumgucken, ob wir jetzt irgendwo auf die Schnelle Kupfer finden. Aber ich glaube, das wird nicht sehr einfach werden. Es ist fast geschickter. Hier ist eine, ist hier ein Höhleneingang? Nee. Ah, was machen wir denn jetzt? Das ist ja jetzt doof. Ist doof gelaufen, Junge. Wieder zurückfahren? Könnten wir machen, ne? Weil die Handelsplattform macht keinen Sinn. Weil wir nichts zum Tauschen kriegen. Die Forschungsplattform wäre nice. Aber macht halt auch nicht viel Sinn, weil wir haben kaum Strom. Und um Strom zu produzieren, brauchen wir erstmal den Drucker. Wir haben jetzt nur eine Batterie mitgenommen für Strom, aber die füllt sich ja nicht von alleine wieder auf. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir lassen das Gemisch schon mal hier. Das Lager hier. Was wir noch machen können, ist hier noch eine weitere Plattform ranbasteln. Wollen wir in die Richtung machen oder gehen wir da noch in die Richtung mehr? Ich glaube, ich will eigentlich in die Richtung hier, ne? Ja. Wir machen das mal in die Richtung hier. So. Einmal Harz, bitte. So. Dann hier noch. Wie wollten wir das denn überhaupt machen? Ich lasse das erstmal so. Einfach nur für das Lager hier. Und die Gemische da, die lassen wir auch mal hier. Oder das Harz lassen wir mal hier. Aber das Lager nehmen wir wieder mit. Haben wir ja nur noch ein Lager hier dran, ne? Ach, weil wir die Batterie mit hatten, ne? Aber es, glaube ich, macht Sinn, die Lager hier zu lassen, weil die brauchen wir ja auch ein bisschen. Alter, kommt schon wieder? Es kommt schon wieder ein Sandsturm. Wie häufig kommt denn hier bitte ein Sandsturm? Holy Macaroni. Okay. Ist egal, wir düsen jetzt ab. Obwohl... Ich würde eigentlich meine Sachen noch gerne hier lassen. Ach, egal. Bevor wir vom Sandsturm sterben, wir düsen ab. Ab to Hus. Ab geht's. In die Umlaufbahn. Mal gucken, ob wir unseren Planeten überhaupt wiederfinden. Irgendwie erdähnlich stand da was, ne? So, wir sind in der Umlaufbahn. Ich glaube, das da hinten war unser Planet. Exotic. Wieso kann ich das nicht anklicken? Ich möchte gerne da mal hinfliegen. Oder kann ich das nur mit dem... Naja, keine Ahnung. Ich möchte auch so in der Luft irgendwie was bauen, weil das sieht ja so aus, wenn das mehrere sind da, ne? Egal, wir fliegen wieder zu unserem erdähnlichen Planeten. Die Frage ist ja, wenn die, die Umlaufbahnen sich verschieben, kommt man dann überhaupt auch wieder zu den Planeten, wenn die außerhalb des Bereiches sind? Vermutlich nicht, oder? Dann kommt man ja lange Zeit nicht zu seiner Erde zum Beispiel zurück. Das wäre ja ziemlich fatal. Wo ist unser Planet? Da. Wo haben wir denn gebaut? Da. Da kommt es. Da ist es. Da müssen wir hin.
Einmal Landeanflug, bitte. Sieht man eigentlich auf dem anderen Planeten das jetzt auch? Bestimmt, ne? Weil wir haben ja das Habitat dahingesetzt. Das sollte ja eigentlich auch so ein Heimsymbol bringen. So, da war... Oh, ne, jetzt... Herzhaft, jetzt stehen wir direkt auf dem anderen Raumschiff. Und ich komme hier wieder nicht raus, ne? Oh, nö. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Achso, ich sollte vielleicht mal Tab drücken. Ja, alles klar. Komm hier wieder nicht raus. Wir können nochmal Treibstoff generieren, um das Ding schon mal wieder voll zu machen. Und wir wollten Kupfer mitnehmen. Kupfer. So, lassen wir hier. Wenn wir ein bisschen Platz haben, organisch, lassen wir auch hier. Das nehmen wir noch soweit mit. So, eins. Zwei. Brauchten wir noch mehr? Jetzt habe ich wieder nicht geguckt. Aber wir können ja hier gucken. Also, wir wollen als erstes den Drucker bauen. Eine Batterie haben wir schon. Generator macht keinen Sinn. Ein Habitat haben wir auch schon. Die Winde brauchen wir nicht. Solarmodul. Dafür brauchen wir nur Gemisch. Das haben wir drüben. Lager, Windturbine. Vielleicht macht da auch eine Windturbine Sinn. Aluminium nochmal mitnehmen. Ich glaube, das haben wir verbraucht. Aluminium macht auf jeden Fall auch Sinn. So. Ah, ne? Das ist Kupfer. Völlig verwirrend hier. Mein Lagersystem funktioniert noch nicht so ganz. So. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Wir düsen wieder rüber. Mehr wollte ich auch gar nicht mitnehmen, weil sonst haben wir hier nachher nichts mehr. So. Abmarsch. Hoffentlich sitzen wir jetzt im richtigen. Ja. Ach scheiße, wir wollten ihn vollfüllen. Vergessen. Egal. Ist noch halb voll. Reicht. So, wo sind wir? Da. Erdähnlich. Oh nö. Oh nö. Das ist das, was ich meinte. Och nö. Jetzt ist er nicht mehr in unserer Umlaufbahn. Ah. Ah, was machen wir denn jetzt? Er geht aus unserer Umlaufbahn raus. Immer weiter. Ich wollte doch da wieder zurück. Wir hätten ein bisschen schneller sein müssen, ey. Die Frage ist, wie lange dauern jetzt diese Umlaufbahnen? Der kommt jetzt in meine Umlaufbahn. Was ist das für ein Planet? Und der verschwindet komplett, oder? Ich weiß es nicht genau. Also der kommt jetzt rein. Na, komm schon. Ja. Der muss, glaube ich, komplett im Kreis sein, ne? Ja. Oh, was steht da? Ich kann es nicht lesen. Verstrahlt? Verstrahlt? Alter, da gucken wir mal hin. Noch haben wir Saft. Wir können noch ein bisschen durch die Gegend fliegen. Verstrahlt? Alter, nicht, dass man da noch irgendwas Besonderes braucht, ne? Wir haben jetzt kein Habitat mit, ne? Deswegen wird das jetzt schwierig werden. Jetzt gucken wir nochmal in der Umlaufbahn. Sind wir jetzt in unserem... Ja, wir sind wieder in unserem Exotik. Oh, so können wir es auch machen. Von Planet zu Planet springen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt auf den Verstrahlten, wenn wir da sofort irgendwie sterben, weil wir vielleicht noch irgendwas brauchen oder so, weil wir haben jetzt ja kein Habitat mit, nix. Da macht das nicht viel Sinn. Ich will erstmal diesen hier bevölkern. Beziehungsweise so, dass wir wenigstens die Forschungen da rauskriegen. Und so viel Sprit haben wir nämlich auch gar nicht mehr. Da müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir nach Hause fliegen, müssen wir wieder voll machen. So, schwuppsdiwupps, da sind wir. So, einmal tap. Und dann... Oh, hier ist echt viel Wind. Hier sollten wir vielleicht eher eine Windturbine bauen, ne? Oder ist schon wieder Sturm irgendwo im Anmarsch? Nö. Ist einfach nur so Wind, ne? Vielleicht sollten wir hier so eine Windturbine... Hä? Jetzt hänge ich hier schon wieder in der Luft. So ein bisschen komisch hier. Organisch. Haben wir noch Platz dafür? Na gut, wir haben ja Lager. Wir können das ja hier reinstecken. So, hier müssen wir nochmal wieder auffüllen. So, jetzt sollten wir ja auch nicht mehr feststecken. Wir sollten ja allgemein vielleicht so ein bisschen abflachen. Weil ich hier irgendwie immer das Gefühl habe, da steckt man immer so leicht fest. So, wir wollten Kupfer für den Drucker.
Patsch. So. Das ist das erste Wichtige. Und in diesem Drucker... Ach guck mal, Aluminium haben wir hier sogar noch. Brauchen wir das Solarmodul? 1, 2. Solarmodul. So, dann haben wir auf jeden Fall für die Nacht Strom. Und ich bin sogar gewillt, weil das hier echt windig aussieht. Hier vielleicht sogar so ein... sag schnell. Weil vielleicht gibt es auch Planeten, die gar nicht so mit der Sonne rotieren, dass man hier gar nicht unbedingt Tag-Nacht-Zyklus immer hat.